tödliche Bedrohung in der Nähe gesichtet und du stehst daneben. Ja. Also geplant. Na klar. Okay. Neben Quests. Ja, so. Nie neben Quests. Kian. Was verkauft ihr? Ich habe einen Tag altes Brot und diese lustigen Steine, die ich gefunden habe. Das Deal. Ist gar nicht schlecht, wenn man es röstet. Meine Verkaufsschlager waren meine Geschichte. Was röstet den Stein? Wenn man das richtige Muster schnitzt, bringen die Glück. Das hat Paps mir gesagt. Aber mir sind die Hauer ausgegangen. Und das Geld auch. Oh, aber wenn ihr mir ein paar Hauer bringt, beteilige ich euch im Gewinn. Selber verkaufen. Ich gebe dir gleich etwas Haue. Ich will den Blutgolem da, der wird dich hauen. Er ist aus 100% Haue und 100% hier in der Stadt? Wir sind nee, hier vor. Ne, okay, der Zager. Ich leck mich. So. Ist hier irgendwo ein Stall? So, zu gucken, ob sich da jetzt irgendwie was getan hat. Da unten. Bei was hat sich was getan? Ja, vielleicht können wir jetzt irgendwie reiten, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, deswegen gucken wir mal beim Stall. Pferdchen. Nein. Ich würde mal sagen, das wird uns schon gesagt bei einer Quest. Ja, also. Schreitet in der Kampagne voran und schließt Reittier, Donans Gefallen ab, um Zugang zu den Reittieren zu erhalten. Das ist von Donan. Hm. Und der ist jetzt gerade depressiv, der muss erstmal trauern. Oh. So, Bryce. Kann ich beim Wiederaufbau helfen? Einen starken Rücken können wir immer brauchen. Ich habe den gesehen, der hat einen riesigen Rücken. Eure Talente wären daran vergeudet. Mein Rücken sind zwei Waffen. Ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, meine Schwester und ihr Neugeborenes in Braystack besuchen zu können. Neugeborene soll mithelfen. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Die verdammten Taschendiebe warten an jeder Ecke. Hier würde sich so mancher besser fühlen, wenn jemand wie ihr diese Bastarde im Zaum halten könnte. Wir können keine Banditen besiegen. Wir sind so müde von diesem Kampf gegen diesen Dämonenlord oder was auch immer es war. Ja, ich bin schon 10-mal gestorben heute. Und ich bin so müde vom Wiederbleben des Weges. Ja. So, Albert, Hüter von Vasilis Baum. Seid ihr wohl auf? Nein, nichts ist in Ordnung. Seht euch die Farbe der Rinder an, der arme Baum. Dann hört die zu essen. Hält ihn noch aufrecht. Genau, ich glaube, deshalb geht er auch ein. Mutter, der großen Eiche von Tordulra. Dafür müsst ihr allerdings ja, weit genau. In die tiefen Wurzeln vordringen, wo die Urahnen sie eingepflanzt haben. Können wir nicht mal irgendwann mal eine Quest geben, die irgendwie so heißt, oh, ich brauche mal fünf Gold oder so. Müssen wir immer irgendwie so was Außergewöhnliches machen? Helft mir, ihn zu retten. Nicht in die Erde, nicht schmutzig. Was ist das für ein rotes Symbol? Stützpunkt entdeckt, okay. Ja, also dieses rote Symbol da auf der Karte, Daniel? Oh ja. So. Das ist aber irgendwie neu, finde ich. Okay, das Level 49, das erklärt alles. Ja, das sind diese Dinger, diese Festungen, die wir einnehmen müssen. Ja, ich weiß, was ein Schutzpunkt ist. Aber ich glaube, wir haben nicht so großes. Ich habe nicht so großes Alzheimer wie du. Ich glaube, wir haben noch nie irgendwie so eine Quest irgendwie bekommen, die in Verbindung damit stand. Doch, hatten wir schon. Ja. Da mussten wir erst den Stützpunkt erobern, damit wir in den. Stimmt, genau. Ja, genau, Daniel. So ein großes Alzheimer hast du schon. Du kannst dich nicht mal daran erinnern, was du vor ein paar Wochen gemacht hast. Manchmal fragst du dich, war ich jetzt auf Toilette oder nicht? Warte mal, wie bin ich hier hingekommen? Wir sollen Hauer eines Stürmers erledigen. Ja, du bist ein Kämpfer. Wie komme ich denn hier hin? Das Mond, der Mondbär. Wie bin ich hier hingekommen? Ende.
Das ist schon so ein Hauer. Ja. Okay, ist ein bisschen einfach herauszufinden, was wir erledigen müssen. Er ist aber neu hin. Von euch kriegen wir keine Aua, verpieselt euch. Ich muss warten. Was zum, der hat schon wieder so viel aus. Also deine Rüstung repariert. Das ist ja nur, wenn ich mich wiederbelebe, Daniel. Ach ja, wenn genau. Du mich wiederbelebst. Aua! Donk! Drei Schießer. Mal die Sprinkler da, die machen Witze. What? Ja, so heißen die Skelette, die haben Schwerter. Die machen 30% mehr Schaden, aber haben 15% weniger. Dafür kann ich aber einen mehr rufen. Ich bin noch nicht bereit. Sehr geil. Würde ich auch machen. Das weiß ich nicht, ob das so gut ist, ne? Auch je mehr, desto besser. Ja, irgendwie schon. Oh, seid ihr Viecher denn? Sieht so merkwürdig aus, wie die Skelettviecher folgen. Laufen so komisch. Wie sollen die sonst laufen? Wie Naruto oder was? Da meinst du die gegnerischen Skelette hier oder was? Ja, die Gegner-Skelette. Okay. Da kann ja nicht jeder so diszipliniert sein wie meine. Die waren auf der Akademie, bevor sie gestorben sind. Ja. Ich meine, einer davon ist dein Elternteil. Da. Ja, das geht langsam voran. Ich habe erst 4, ey. Ja, ich habe 5. Das war ja wieder klar, Daniel. Das muss er mir sofort unter die Nase rein. Ich hab 5! Ich bin was Besseres als du. Ich war auf der Grundschule. Ich habe mehr psychische Probleme als du. Das glaubst du doch selber nicht. Das war interessant, Eda. Ich dachte, dass die Mandeln, wenn die entzündet sind, entfernt werden. Das kann man machen, wenn halt, wenn man das öfter hat. Meine Mutter sagt, das ist nicht so gut, weil die irgendwie dafür da sind, Bakterien und fangen im Hals oder so. Ja, die sind irgendwie dafür. Die schirmen so irgendwie so ab, dass da irgendwie so Bakterien oder so kriegst irgendwie. Meine, manche lassen sich den Blinddarm entfernen, weil der keinen Sinn hat, oder? Ja, aber der Arzt hatte mich gefragt, wie oft ich das schon hatte. Und ich habe gesagt, zum ersten Mal. Und da lohnt sich das nicht. Das ist, wenn du das öfter hast, dann lohnt sich das eher. Weil dann, ja, wozu sollst du irgendwas haben, was irgendwie sich dauernd entzündet, ne? Ja. Aber ja, ich habe das jetzt zum ersten Mal im Leben bekommen, also nehme ich jetzt nicht an, dass das schon notwendig ist, sie zu entfernen. Außerdem war ich voll gepumpt mit Antibiotika und Schmerzmittel. Ja, das hat das schon erledigt. Ja, ich brauche noch ein Horn. Da, hab's alles. So, cool. Machen wir die anderen Quests auch direkt weiter erstmal. Gehen wir ja alle ab.
auch sehr unangenehm. Er hat sich angefühlt, als ich irgendwie eine Rasierklinge im Hals gehabt die ganze Zeit. Ja, ich habe das jetzt schon zum dritten Mal Rasierklinge gehört. Im nächsten ist ein ganzer Mixer, den in deinem Hals hat. Die Klinge wird immer größer, jedes Mal, wenn ich dir erzähle. Ich war voll auf Schmerzmittel. Meinst du Antibiotika? Ja. Ja, danach auch, ja, aber davor habe ich irgendwie so Schmerzmittel genommen. Okay. Das kann dann ist es morphiumabhängig. Dann muss ich mich von. Ich konnte nur super. Ja, gut, ich habe ein bisschen abgenommen. Ich habe wieder so 3 Kilo abgenommen, weil ich die meiste Zeit nur Tee und Suppe gegessen habe. Geil, dann warst du ja ziemlich oft auf dem Pott. Oh, zweimal. Da folgt uns immer noch einer, ey. Steht denn auf der Karte, ey. Ah, wir müssen Banditen erledigen. Ja, ich mal sehen, welche. Ja, okay, jetzt sind hier welche. Die haben uns die ganze Zeit verfolgt, ey. Viecher alle direkt auf uns konzentrieren, ey. Anstatt auf die anderen Viecher, ja. Die Banditen loszugehen. Ich bin noch nicht bereit. Ja, hab ich auch probiert. Du hast mich nur geschubst, mehr nicht. Du sie Einzelteile von deinen Skeletten um mich herum werfen? Deinen komischen Wirbel. Ich hab grad kein Wort verstanden. Was ist mit meinem Wirbel? Tust du mit deinem Wirbel irgendwie die Einzelteile von deinen Skeletten die ganze Zeit um dich herum schleudern? Nein, das ist einfach mein. Wie kommst du eigentlich immer auf diese Funktion? Das ist einfach nur ein Knochenwirbel. Ich tue nicht irgendwas als Munition verwendbar. Ich tauche einfach nur Knochen auf und schlagen den Gegner in die Fresse. Ey. Weil ich ein untoten Beschwörer bin, das ist total rassistisch, Daniel. Ich tue auch nicht. Das ist voll skelettisch. Ja, erst tue ich die. Ich tue nicht alles, nur weil ich tue nicht alles, was tot ist, als Ressource verwenden kann. Die tauchen einfach aus dem Nichts auf, ey. Komischen Knochen und dann wirbeln die herum. Mein Handlanger wäre zu. Wärst du ein magischen Projektil? Also mit meiner anderen Ultimate. Ich tu nicht einfach irgendwelche Geister rufen. Das sind einfach irgendwelche random Geister. Ich behandle meine Toten mit Respekt, die ich wieder belebt habe. Ja. Ich hab voll das Respekt. Was haben wir eigentlich gerade für eine Quest? Banditen müssten wir erledigen. Haben wir jetzt erledigt. Gehen wir zurück nach Kerrigar. Warte mal, ich musste 50 Banditen oder so erledigen. Ja, ich habe das nicht aktiviert gehabt, also, aber jetzt, ich hab's. Jetzt steht Kehr zu Bryce zurück. Ja, habe ich auch, Daniel. Okay. Was geht? Der Daniel ist weg. Ja, ich habe meinen Garten hingenommen und bin gegangen. Wo ihr seid jetzt hin? Kerrigar. Du warst noch gar nicht da aufgetaucht. Ich habe schon auf der Karte geguckt. Ey. Du warst noch in der anderen Dimension. Ja, die eine Dimension war voll. Also muss ich eine andere Dimension nehmen, so wie eine Bahn. Ich weiß nicht, was Twinkler heißen soll. Ey. So, Banditen sind tot. Mein Dank, Wanderer. Die kommen nie wieder. Ich kann kaum erwarten, den Nachwuchs meiner Schwester zu besuchen. Okay. Hoffentlich wird danach der Nachwuchs auch ein Bandit. Ah ja, ich bin ja aufgestiegen, genau. Diese Banditen werden wenn die Kinder dafür eine ziehen, Rache auf dich auszuüben. Und so fühlt sich der Kreis auf. Das wird mich nicht immer überraschen.
Oh, wir sind bald Level 50. Ja. Und wenn ihr noch. Also maximale Wut um 3. Und noch eine Quest abgeben. Ey, yo, wir haben deine Hauer. Ja, da mit den Hauern. Okay. Die 10 Dinger, die wir gesammelt hatten. Schön und groß, ohne ein Kratzer. Danke, Wanderer. Hui. Ah. Ey, wieder meine Augen sind hier. Was ist mit deinen Augen? Meine Augen sind hier oben. Boah. Na, die hat gesagt, die sind ja schön groß. Die klang sehr erregend. So, irgendeine andere Quest. Hier irgendwas mit einem Totem. Was wir eingesammelt hatten, Leute. Müssen wir auch noch abgeben. Ich meine, du hast gesagt, ja. Du hast ein Totem eingesammelt. Ja, ich will dich nur ärgern. Dann irgendwas mit dem... Wo ist denn das Ding? Mich geht ein. Eine andere Bestie. Doktor der Eiche? Eine andere Bestie. Ja, mit der Eiche, da kann man gleich auch machen. Mit der Festung. Ja, wahrscheinlich erstmal aus dem Maul. Was ist denn hier wir? Damit tun wir nicht so super. Ich bin hier der Einzige. Ist ja gut. Der dann versucht irgendwie von seiner höheren Position heraus Mitleid mit mir. Indem er wir okay, sagt, ist ja gut, du bist scheiße. Okay, wo ist es das, was du hören wolltest? Aber in Wirklichkeit, wenn er wir sagt, meint er du. Mann, wir spielen heute echt schlecht, ne? Findest du nicht auch? Ja. Wir haben heute ganz schön viele Probleme mit diesem Spiel. Nicht wahr? Ja. Guck mal, Leute, der Daniel geht jetzt von sich in den März da. Ja. Was ist das denn? Oh Gott, das ist der Ziegenlord. Oh, der haut meine Skelette. Oh, ich wollte springen. Und dann geht er die ganze Zeit hinterher mit einem Frosch. Ja, Spinnen. Dann können die denn springen. Ich habe gerade irgendwie gemerkt, der Golem ist irgendwie unsterblich. Der nimmt überhaupt keinen Schaden. Ja, weiß ich nicht. Und so hatten der hat. Weiß ich nicht. Wenn ich mal das Feuer hier ausmachen, meine Fresse, ey. Der Hof brennt immer noch. Da bist du im Gespräch mit? Ja, ich sehe nur wie alles da hinten am Sterben. Ich bin auch nicht mehr. Aber meine Skelette helfen dir doch, oder? Ja. Okay. Vielleicht ist das die Leiche von einer der Personen, die ich auch losgeschickt habe, um Teile zu finden. Leider muss ich das hoffen. Was meint ihr, wenn ihr das Wort Bär sagt? Sie haben könnte, macht mir Angst. Was ist dieses Wort, das ihr die ganze Zeit benutzt? Was zum ersten Bär. Stück, mir gebracht ein Bär. Habe. Ich denke, es ist ein geschnitzter Bär. Und Alter, du hast nicht mal die Hälfte Kopf, von dem gesehen, was wir gesehen haben. Die Form der Beine und des Körpers ist für mich. Wir hatten einen echt krassen Tag hinter uns. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Bärentod mit bösen Absichten verwendet wird. Die ganze Zeit von dem, der redet, was wir gesehen haben. Wenn ihr noch nein, das letzte Stück nicht finden wollt, solltet ihr vielleicht die Bären selbst jagen. Nur einen Teil des Totems zu verwenden, könnte eine fehlgeschlagene Verwendung eine Menge Gold ausgelöst haben. Kommt das denn her? So. Oh, ich habe eine Tasche mit Elixieren bekommen. Eine Kiste mit Elixieren. So, Tochter der Eiche. Was ist denn mit der Großachs? Der ist so weit weg, glaube ich. Wo ist das denn? Da oben. Ganz oben links ist das.
Wie kommen wir da am schnellsten hin? Ganz schon weit entfernt. Feuerbruch anwesend. Ich rufe die Allgöttlichen an. Checkt mir bitte ein Portal. Ich bitte euch. Solange ich in der Stadt bin. Ich will mal wetten, dass da unten eine Stadt ist. Dieses eine Gebiet, auf dem wir noch nicht erkundet haben. Wollen wir wetten oder wollen wir hoffen? Stützpunkt muss zuerst erobert werden. Ich glaube, sind wir doch mal für deine Dings hingegangen, für deinen Golem irgendwie. Alter. Haben die alle ihre Schwere sofort geworfen, ey. Christa. Ich war nicht der Einzige gewesen zu sein, ich wusste, wie man seine Fähigkeiten mal wieder in die Leiste packt. Es gibt ja viele Videos auf YouTube für. Ja. Jedenfalls, was der Totenbeschwören angeht, wie tut man das wieder da reinpacken? Ich bin noch nicht bereit. Häschen, Häschen. Oh. Was ist überhaupt Willenskraft für ein Stat? Ich habe keine Ahnung. Weil die bekommen irgendwie voll auf von so Lilith-Schreien, glaube ich. Meinst du heute zweimal? Ja, ganz oft. Ja, allgemein haben wir auch schon welche gefunden, glaube ich. Das bezweifle ich eher. Ich habe keine Ahnung, was Willenskraft ist dann. Ich weiß ja nicht mal, wofür die anderen Werte stehen. Am Ende steht Intelligenz für Muskelkraft. Weil du clever genug bist, ordentlich Eisen zu stemmen. Nee, jetzt keine Stadt. Schade. Hätte ich dir so. Voll langsam. Aus dem Weg. Ich verlangsam mich. Ja, Controller wie Birett. Haben ausgerechnet jetzt. Ich muss warten. Das ist auch eine. Okay. Hier ist irgendwie so eine Dungeon, wo wir schon drin waren angeblich. Stufe 50. Irgendwie kommen wir nicht rein. Wo bist du? Ich sehe dich nicht auf der Karte. Ja, ich muss den Stand annehmen. Gleiten. Dieser gesamte. Was ist hier geschehen? Oh, die Gegner sind ein bisschen höher gelevelt als wir. Was soll der machen? Steht noch nicht. Oh. Muss warten. Oh. Ah. Ja, Mensch. Ja. Ich kann spüren, wie meine Muskeln jucken. Jetzt also, weiß ich, wie man sich kratzt. So hält man einen Arzt vernünftig.
Ein Grizzly, was? Ein was? Das ist dieses Ungetüm. Ah, es ist tot. Das ist nur ein Mythos. Essen wie die Astronauten. Nein, nicht der ewige Hass. Was? Ewiger Hass? Ja, das hat nicht gehört. Eine Stimme hat das gerade gesagt. Oh, okay. Büchlein. Ich höre hier die ganze Zeit nur Gesang im Hintergrund. Oh. Was steht da? Versenkte Seife? Ja. Wieder mal zum Seite. Hören. Also. Was ist hier los? Jetzt wurde er abgebrochen. Hey, yo. Eine Erinnerung. Gleichzeitig reden die, ich höre hier zwei Geschichten gleichzeitig gerade. Aber mir wurde die abgebrochen. Ah, wer ist er denn? Ich glaube, dann, wir sehen hier gerade die Vergangenheit, so wie bei Elder Scrolls Online. Online. Oh, sind wir gerade in die Vergangenheit geschleudert worden? Ich glaube schon. Nein. Ihr seid alles schon in der Vergangenheit, ihr könnt nicht mehr leben. Nehmt aus der tiefen Wurzel Hölzel stecken. Ja. Hier runter geht's. Hm. Oh. Warten. Hey, Daniel, geht woanders lang, alles klar. So, deshalb sterbe ich die ganze Zeit. Ja. Daniel lässt mich immer am wichtigsten Moment im Stich. Ich geh auf Wandertour. Oh Gott. Ja, so wie jetzt. Ja. Alter, die Musik hier wird ja gerade voll episch bei mir, ey. Ja. Ja, irgendwie ist da nichts. Da geht's noch weiter runter, oder? Hm. Hier. Da müssen wir nicht da oben was machen, wo das Zeichen ist. Der Ballen, wo wir lang müssen. Gegner fertig machen, nehme ich an. Oh, hier ist irgendwas. Oh, hier unten. Oh. Oh Gott. Das ist der Enderdrache, geh weg. Das ist Molag-Ball. Lass mich lieber nicht von ihm treffen, der macht mir viel zu viel Schaden. Zum Glück machen wir dem auch Schaden. Ja. Oh, Ballrock. Ein donnernder Ballrock. Heißt der so? Ja. Okay, interessant. Muss warten. Ah, Gott, du hast von dir. Ich dachte, das ist ein reines Kerl. Ich dachte, das ist nur ein Herr, eine Herr der Ringe-Kreatur. Ja. Ja, auch gedacht. Oh, irgendwas müssen wir hier machen. Check ich den seinen Angriff nicht. Irgendwie auch nicht. Oh Gott, ouch. Ah.
hinter dem. Okay, wir machen ja auch nichts anderes außer das. Hast du den Stimmen auch gerade gehört? Hat sich einmal in der Nase bis schon fast tot. Ich muss warten. Ah, jetzt ein nächster Boss für ich. Jetzt wäre die Glocke, die mal läuten müssen am Ende. Gar nicht mit der reden. Ah. Das sind Geräusche. Ich muss warten. Die ganze Zeit Schaden macht. Die ganze Zeit so Explosionen am machen. Ja, der macht die ganze Zeit irgendwas. Jetzt habe ich noch ein Schwert.
Beide schlechter. So, aber ich habe ein besseren Helm, sehe ich gerade. Wie lange liegt denn der da schon drin? Boah, jetzt verliere ich aber die ganze Zeit meine ganzen Skill-Upgrades hier, weil ich meine ganzen legendären Sachen ablege. Hier mir mal so ein, zwei Punkte irgendwie für einige Sachen. Ja. Warum sind wir jetzt eigentlich die ganze Zeit an Orten unterwegs, die am Brennen sind? Keine Ahnung. Das ist bestimmt der Typ, gegen den wir am Ende kämpfen müssen. Ja, wollte ich gerade sagen. Probleme haben. Die Liebe Gegner hier sind ein Problem. Oh, das ist ein Trank. Ja, hier waren wir ja gerade schon. So, nächstes fähig. Da hab ich einen Trank außer den angesetzt. Nein. Ich hab schon wieder aus Versehen mit der geredet. Gar nicht mehr bewegen. Stärkung aufhören würde ich. Ja, ja. Ich komme gar nicht an die heran, ey. Ich meine ja, Daniel, du hast ja keine Probleme bei dem Sterben. Ja, ja. Zurück zur großen Eiche zurück. Wir wurden vom Hass berührt. Vielleicht brennen wir im Feuer des ewigen Hasses.
Ja. Ja. Überraschung. Guck mal, wer da ist. Oh Gott. Bergemann. Ah, mein Schild. Stecke deinen Feueratem sonst wohin. Oh nein. Oh! Okay, geh nicht in diesen Atem rein, der macht dicke Schaden. Ja, ganz sofort. Tränke. Ja, ich kann schon am Tränke benutzen. Ja. Ah. Au. Au, der trifft mich immer in den Schlag. Ich liebe es, wenn der dann hier aussagt, obwohl der gar keinen Schaden nimmt. Er stapelt sich doch immer. Eindeutig ein bisschen zu viel Schaden. Ja, ja, klar. Kein Problem. Okay. Ihr werdet keiner Seele mehr schaden. Oh, eine Axt mit dem Namen Schicksal. Schwert für die Seil. Oh, Arena-Schlinge. Ist aber besser. Oh, der, ich habe einen legendären Zauberstab, der ist besser. Sehr cool. Hier, Daniel, für dich. Seltsame Schaufel. Sogar bei ist besser. Oh. Cool. Warte mal, müssen wir wieder bimmeln, ne? Für die Glöckchen hier läuten. Den Leuten wissen zu lassen, dass wir hier waren. Ja, wir müssen das ja erobern. Schrein des Wanderers. Brauche ich meine Gefährten. Na, du musst bei mir hier sein. Ich kann nicht alleine bimmeln. Jo. Ring, ring, ring.
Stützpunkt. Stützpunkt erobert. Tour de la. Oh. Jetzt müssen wir die Tiefen wurzeln. Jetzt war jetzt noch eine Quest. Hier ist eine Quest. Ja, ich bin immer noch so ein Quest-Symbol hier an der Stelle. Ja, da müssen wir, glaube ich, rein gleich. Wir müssen das Ding doch erstmal erobern, oder? Also. Oh, wir sind sogar Händler jetzt. Wird die große Eiche genesen? Das wird sich zeigen. An diesem Ort gediehen einst Magie und Natur. Der Baum war das Herzstück. Viele der Runensteine von Tudulra wurden in den Tagen der Asche zerstört. Doch falls einer überdauert hat, können wir den Baum vielleicht mit. Heute dreht sich irgendwie viel um Asche und Feuer, habe ich so Gefühl. Ja. Und Bären. Gering, was auch immer das ist. Vielleicht könntet ihr in den Trümmern danach suchen. Okay. Irgendwo in der Stadt, oder? Ich finde einen Runenstein von Tür Dora. Mhm. Oh, hier ist ein Teleportpunkt. Ein Wegpunkt. Ja, ich dachte, ein Wegpunkt. Hm? Oh, der ist schon freigeschaltet. Ja. Hm. 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 Ja. Irgendwas interagiert. War ich auch gerade, aber da war nichts. Muss man jeden Stein hier umdrehen. Ich auch. Ich habe es voll gefunden. Das hätte er auch selber suchen können, der Pisser. Einer hat überlebt. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, aber bei dem Professor Eich. Gesegnet. Ich versuche ihn wieder zu erwecken. Seid standhaft. Kannst du noch mal warten. Ich pflanze dir einen Apfelbaum. Füll dir dein. Natürlich. Wir müssen die drei anderen Runensteine erwecken, die diesen mit dem tiefen Wald. Ah, ja, klar. Sie wurden vor langer Zeit versteckt, ja, um sie vor Astoroths listigem Blick zu schützen. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, nach ihnen zu suchen. Aber natürlich. Ich bin bereit. Wunderbar. Zwei der Runensteine liegen im tiefen Wald. Der dritte war tief in der Senke des Elends versteckt. Der Eingang befindet sich am Meeresufer. Die Senke des Elends. Ihr solltet euch mal wirklich die Namensgebung in dieser aufdenken. Ja, so ein paar positive Namensorten wären vielleicht nicht schlecht, ey. Ja, jetzt müssen wir über die Brücke des Schmerzes und da ist der See der Ver. Könnte so ein bisschen die Moral heben in dieser ganzen Welt. Wenn vielleicht einen Ort irgendwie hier die Klippe des der Frohlockigkeit irgendwie nennt oder so. Ja, da stoßen sich die Leute runter. Hier ist halt dort, Daniel, wo bist du hin? Ah, hier ist noch eine Quest. Noch ein Ausrufezeichen. Ganz ruhig. Was ist dieses Monstrum, das da am Boden liegt? Braucht ihr Hilfe? Ja, tatsächlich könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Meine Freundin, Berfa hier, ist verletzt. Berfa? Ich will sie nicht alleine lassen, doch sie benötigt Heilkräuter. Und ja, meine Freundin, ich glaube, das Tier ist tot. Wenn ihr mir sagt, was ihr braucht, kann ich es finden. Das wäre ich weiß nicht alles, wo alles zu finden ist. Hier ist die Liste. Ihr alles für einen guten Snack. Lagers finden können. Hm. Okay. Keine Ahnung, wo die Sachen sind. So, wie heißt denn diese Tochter der Eiche, ne? Ja. Hm. Ja, jetzt können wir da rein.
Hier rein, nehme ich an. Jetzt hat kein Bart mehr. Weiß auch, wenn ein Ding, was du deine Hand hast. So ein Bumerang? Das ist mein Zauberstab. Das andere ist ein Totem oder so. Das ist ein Sonnenwendeinschlag. Ich nenne es Bumerang. Oh, ich hoffe, ich finde irgendwann mal wieder einen Stängel. Oder wie ist das? Ja. Gegner voraus. Da finde ich immer irgendwie komisch, diese Dungeons, wo wir reingehen müssen, nachdem wir irgendwie was erobert haben. Sind meistens irgendwie schwächer als den Außenposten, den wir gerade eingenommen haben. Das ist auch irgendwie komisch gedacht. Schädelbrecher. Oh. Das ist sogar stärker als was ich habe. Nice. Ihr seid unverwundbar. Komm mal her. Tod, ey, von Mario. Aua, aua. Ein Stein auf den Kopf gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das überlebt habe. Höllenhauer. Warte mal, das war für mich okay. Okay. Interessant. Was damit Leute hauen. Das ist eine Wende. Oder ist das einfach nur ein Hauer, der höllisch ist? Ich bin noch nicht bereit. Oh, Büchlein. Großen Baum ihren Anfang nahmen, haben sich heute Morgen auf weggeworfenes Tagebuch. Drei Generationen lang um den Baum getrieben. Und bis bevor ich bin. Na, ich war keinen Tag einsetzen. Boah. Ließ sie sich nicht davon abbringen. Sie konnte nicht davon überzeugt werden, dass der große Baum ihr Schaden könnte. Die Nelea wird heute Abend nicht mit der Versammlung sprechen. Ich wünschte nur, sie würden auf mich irgendwie. Ich sehe gar nichts wegen dem Text.
Das muss es sein. Okay, ich glaube, ich habe was für die Quest gefunden. Oh. Mein Charakter ist jetzt sicher, dass es das sein muss. So, dann müssen wir nur noch, was auch immer hier ist, erledigen. Begebt euch nach Kammern der Opfer graben. Ich muss warten. Woher sollen wir bitte wissen, wo das ist? Als ob wir den Namen von den ganzen Orten hier kennen. Beim ersten Besuch. Boah. Ich muss warten. Diese Steine halten mich nicht auf. Oh, ich war schon wieder eingefroren. Ich war eingefroren und dann haben die Kinder gespuckt. Ich muss warten. Ich hab ich nicht wiederbelebt. Genau, das meine ich, ey. Ey, ich hab mich eingefroren und dann haben die mich gespuckt, Alter. So, als nächstes gehe ich drauf. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann nerven. Ich will jetzt mehr von denen diese Explosion hier am Boden machen. Ich bin noch nicht bereit. Tun minimal Nerven. Oh, danke. Mit dem Weg gemacht hier. Okay. Schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Die haben mich eingefroren und dann vollgespuckt. Ja. Das war scheiße. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Wird nicht hauen. Danke, weil ich stehen, du dickes Ding. Ich bin auf mich los. Ich bin noch nicht bereit. Oh, noch ein Schicksal. Aber diesmal ist es eine Lanze. Ich muss warten. Oh, was war das denn jetzt? Was? Oh. Der ist explodiert. Genau als ich losgelaufen bin, ist er explodiert. Das gibt es doch nicht. Ich finde mein Schicksal nicht. Mir fällt das Schwert auf dann. Okay, okay. Das ist schlechter als meins. Das ist wie Weihnachten, Daniel, der Gedanke allein zählt. Beine von dem Teil an. Ich
Porsche. Ich bin noch nicht bereit. Wir sind ein Typ mit so sexy Beine. Ich bin noch nicht bereit. Dieses ewige, ich bin noch nicht bereit für meinen Charakter, ey. Mein Charakter sagt das nie. Also wir kämpfen gegen 20 Gegner auf einmal. Du hast nur so, und dann so mittendrin, ich bin noch nicht bereit. Mit der geschilzten Stimme überhaupt. Irgendwas hören wir nicht. Ich muss warten. Schwerer Buspanzer. Warte mal kurz eine Sekunde. Oder weiter geht's. Bei dem Part kurz. Wer ist er denn? Befreit. Ja, dann hab ich befreit. Oder so. Okay, von Seelen her. Wir kommen nur hier raus, wenn wir kämpfen. Okay. Passiert noch was? Ich kann nicht mehr mit dir reden. Ja, auch nicht. Ja, weil du mit ihr geredet hast, mit dem Mann. Dann ist sie wohl einfach hier.